Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Freunde. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Und ja, in diesem Video, wie ihr im Titel schon richtig erkannt habt, haben wir sind einmal der Clan Justice in Blue, bekannt natürlich von der Seite mydivision.net, die mich da auch groß unterstützt haben bei diesem Vorhaben, bei diesem Projekt, bei diesem PvP-Guide, den wir für euch zusammengestellt haben. Ja, meine Freunde, wie sind wir jetzt natürlich da auf die Idee gekommen, so einen Guide zu machen? Die Dark Zone ist ja im Endeffekt nun mal der PvP-Bereich, der natürlich gleichzeitig super Loot für uns beinhaltet und ja, den wir uns im Endeffekt ja eigentlich nur noch von den NPCs und von den Versorgungslieferungen holen müssen, wären dann natürlich nicht die manchmal übermächtigen Rogue Agents. Und genau das macht anscheinend vielen von euch irgendwie Angst, dass man wirklich so das Gefühl hat oder einige von euch das Gefühl haben, dort gegen Gegner spielen zu müssen, also Spieler, die viel besser sind als ihr oder halt selbst irgendwie Rook zu werden, weil man denkt, man kriegt halt einfach auch wieder direkt auf die Fresse. Und im Endeffekt möchte man ja als beide Parteien, also als Jäger und Gejagter, natürlich auch mal Erfolge erzielen und Spaß in der Dark Zone haben. Gerade in diesem Guide solltet ihr im Endeffekt dann einfach so ein bisschen mitbekommen, wie das alles am besten abläuft, dass ihr da so ein paar Basics wisst, gerade damit natürlich PvP-Gefechte für euch auch wesentlich besser laufen und dann auch natürlich Erfolge feiert. Aber eine Sache vorweg, meine Freunde, der Guide soll euch im Endeffekt natürlich irgendwo helfen, aber natürlich ist er jetzt nicht die Riesenweisheit. Ich meine, es gibt immer wieder Möglichkeiten, das und das besser zu machen oder so und so. Wir zeigen hier im Endeffekt mehr so wirklich ein paar Basics auf, an denen ihr euch so ein bisschen langhangeln könnt, um natürlich auch eure eigene Spielart in der Dark Zone zu entwickeln. Gerade die Waffen, Ausrüstung etc., die ganzen Zusammenstellungen, die wir hier im Endeffekt mit ansagen, die haben sich gerade bei uns im Clan, also bei Justice in Blue, echt gut bewährt und deswegen möchten wir natürlich dort die Erfahrungen mit euch teilen. Erstmal zum Grundlegenden, meine Freunde. Also, wir wollen jetzt im Endeffekt in die Dark Zone gehen. Ja, vor dem Betreten der Dark Zone sollten wir uns doch erstmal überlegen, welche Rolle wir dort einnehmen möchten. Gezieltes Ausschalten von Rogue Agents oder wollen wir selbst zum Rogue Agent werden? Beide Szenarien erfordern unterschiedliche Taktiken, Fertigkeiten und speziell angepasste Ausrüstung natürlich. Ganz wichtig, liebe Freunde, ist es auch daran zu denken, dass man halt nichts zu verlieren hat. Was geht denn auch schon verloren, wenn man stirbt? Erfahrungspunkte? Dark Zone-Währung und ein paar Dark Zone-Schlüssel. Ihr wisst selbst, das bekommen wir wirklich sehr schnell wieder und da müssen wir wirklich keine Tränen nachvergießen. Und halt, wer dennoch ein Problem damit hat, geht einfach mit einem Twink in die Dark Zone und verliert im Endeffekt so nichts von seinem Main. Entscheidend ist auch, ob man sich als Einsamer hält oder lieber mit einer Gruppe in die Dark Zone begeben möchte. Je nachdem müssen natürlich da unterschiedliche Rollen übernommen werden und Aufgaben verteilt werden. Und nur mit der richtigen Mischung, meine Freunde, aus Fertigkeiten, Talenten und individuellen Stärken der Teammitglieder lässt sich natürlich auch etwas erreichen. Natürlich kann man auch per Matchmaking eine Gruppe finden, in der das Teamplay funktioniert. Doch gerade am Anfang der PvP-Karriere, wenn man so möchte, in der Dark Zone, sind ein eingespieltes Team und Absprache über Teamspeak und Co. nicht zu unterschätzen. Lasst euch dazu einladen auf der Seite von mydivision.net. Dort habt ihr im Endeffekt einen Public Teamspeak-Server, wo ihr gerne willkommen seid und euch dort auch mit euren Leuten treffen und absprechen könnt. Ja, liebe Freunde, kommen wir einmal zur Ausrüstung. Hier wollen wir jetzt einmal ein paar Ausrüstungskombinationen für Solo-Spieler und Gruppen vorstellen, die halt bei den Spielern momentan sehr beliebt sind. Natürlich funktionieren auch viele andere Zusammenstellungen. Und denkt immer daran, meine Freunde, ihr müsst keine God-Roll-Items besitzen, um solch ein Set oder überhaupt in der Dark Zone richtig spielen zu können. Perfektionieren kann man die Ausrüstung nach und nach. Das sollte niemandem vom Spielen abhalten, gerade da das immer ein immer wiederwährender Schritt ist, sich immer weiter zu verbessern. Kommen wir einmal zu dem Generellen. Grundsätzlich sollte man natürlich versuchen, die verursachten Schaden und die Chance auf kritische Treffer zu maximieren, liebe Freunde. Gleichzeitig darf aber die Fertigkeitenstärke nicht vernachlässigt werden, um halt auch Überheilung und einen wirksamen Impuls bereit zu haben. Denn was nützt uns denn am Ende der größte Schaden, wenn einem keine Zeit bleibt, diesen zu verteilen, weil man schon nach 2 Sekunden am Boden liegt? Also gar nichts. Ebenfalls Pflicht, und das nicht nur im PvP, sind eine maximale Rüstungsdämpfung von 75% sowie sinnvoll abgestimmte Ausrüstungsmod, liebe Freunde. Aber das dürftet ihr mittlerweile ja eigentlich auch wissen. Und im Endeffekt wollen wir hier in dem Guide auch nur ein bisschen behilflich sein, was, wie, wann, wo gut angebracht ist. Während man sich in Gruppen stärker individualisieren kann, empfiehlt es sich natürlich bei Solo-Ausflügen auf einen Hybriden zu setzen und dabei vor allem, meine Freunde, auf Ausdauer und Schusswaffen zu investieren.
Die nötige Fertigkeitenstärke lässt sich auch rein über das Holster, welches ja über alle drei Hauptattribute verfügt, wie ihr wisst, sowie höhere Attribute, halt Maske, Rucksack oder Elektronik-Mods erreichen. Oder halt die Mods mit der Fertigkeitenstärke explizit drauf. Ob ihr selbst jetzt im Endeffekt viel Wert auf die exotische Schadensminderung legt oder sonst was, das ist jetzt wieder subjektiv zu betrachten, dann müsst ihr im Endeffekt euch selbst ein Urteil bilden. Während der eine halt lieber mehr austeilt, halten andere bei Angriffen durch Haftminen unter Intermezzos mit störenden Cleaners lieber mehr aus. Aber das, wie gesagt, müsst ihr für euch selbst entscheiden. Kommen wir einmal speziell zum Solospieler. Dort haben wir einmal natürlich verschiedene Sets. Nehmen wir einmal das Set, was ich natürlich auch gerne oder bisher am liebsten spiele, einfach auch, weil es bisher das beste Set ist von den Attributen her, das ich bisher bekommen habe. Und zwar ist es das Stürmer-Set, wie ihr sicherlich wisst. Und das spiele ich folgendermaßen, und zwar 5 Teile des Stürmer-Sets, Weste, Maske, Knieschoner, Rucksack und Holster. Diese bescheren uns natürlich wertvolle Vorteile, was den Schaden angeht. So verfügen wir halt dabei über eine 20% höhere Rüstungsdurchdringung, 50% zusätzlichem kritischen Trefferschaden und wir verursachen pro aufeinanderfolgenden Treffer 1% mehr Schaden, was sich halt auch bis auf 100% steigern lässt. Ja, die Handschuhe wählen wir dann natürlich als High-End-Handschuhe mit dem Talent Wild, das uns eine 14% höhere kritische Trefferchance gegenüber deckungslosen Zielen ermöglicht. Ja, meine Freunde, das Set spiele ich jetzt am liebsten. Natürlich gibt es jetzt noch andere Sets und da wäre jetzt einmal das Alpha Bridge Set. Das würden wir folgendermaßen empfehlen, 4 Teile des Alpha Bridge Sets, womit sich halt bei Primär- und Sekundärwaffe die Vorteile aller 6 Waffentalente nutzen lassen, sofern diese aktiv und die Waffen vom selben Typ, also zum Beispiel 2 SMGs sind. Dann 2 Teile des Finale Maßnahmesets für 50% exotische Schadensminderung oder High-End-Handschuhe mit dem Talent Wild für 14% kritische Trefferchance und eine High-End-Weste, meine Freunde, mit dem Talent Energisch, was uns halt bei unseren Heilungsskills, also bei allen Heilungsskills, eine Überheilung erlaubt und wir so natürlich den Damage-Heilungsskill reinnehmen können, der uns im Endeffekt ja auch nochmal 14% Schadensbonus bringt. Dann hätten wir noch den Mischling. Dieser würde bestehen aus 3 Teilen des Firecrest-Sets, die nicht nur mehr Brandmunition erlauben, sondern auch die Nachladezeit halbieren und so den entscheidenden Vorteil im Feuergefecht darstellen können. 2 Teile des Finale Maßnahmesets für 50% exotische Schadenminderung und High-End-Handschuhe mit dem Talent Wild, das halt auch wieder für 14% höhere kritische Trefferchance gegenüber deckungslosen Zielen sorgt. Ja, meine Freunde, das wären jetzt mehr so die Solo-Builds gewesen. Kommen wir jetzt einmal zu den Gruppen. Gruppen bieten eine weitaus größere Möglichkeit zur Individualisierung, egal wie man sich aufstellt. Entscheidend ist natürlich, dass die Boni und Talente der Ausrüstung untereinander stimmig sind, meine Freunde. Bezüglich der Skillung empfiehlt sich eine Gruppe aus einem Tanktischen, also einem Taktiker mit sehr viel Ausdauer, einem Hybriden, der ordentlich Schaden macht, gleichzeitig aber dank hoher Fertigkeitenstärke den Tanktischen unterstützt und 2 Damage-Dealer, die vor allem sehr viel Schaden machen. Bewährt hat sich beim Tanktischen das Rückholerset, welches der Gruppe gratis Brand- und Explosivmunition spendiert, die noch dazu nicht verbraucht wird. Der Hybrid kann das Team durch den Einsatz des Ruf der Wache-Sets mit dem zusätzlichen Schaden auf Kopfschüsse markierte Gegner unterstützen. Alternativ, meine Freunde, lässt sich aber auch das Predator-Set gut eignen, weil es bringt im Endeffekt ja die Gegner zum Bluten und verlangsamt sie so effektiv. Die Damage-Dealer sind gut mit den Stürmer- oder Firecrest-Sets bedient, wie ich auch im Solo-Part schon erwähnt hatte. Kommen wir einmal zu den Waffen explizit. Im PvP führt nach wie vor kaum ein Weg an den Maschinenpistolen vorbei, meine Freunde, also an den SMGs. Meist werden Kämpfe halt, wie ihr das selbst auch kennt, auf kurze bis mittlere Distanz ausgetragen, was diese Waffengattung halt wirklich zur ersten Wahl macht. Alternativ, meine Freunde, bietet sich auch ein Schrotgewehr als Sekundärwaffe an, vor allem wenn man selbst den Angriff beginnt. Ein einziger Schuss, und das wisst ihr selber, in den Kopf des Gegners aus nächster Nähe mit einer Schrotflinte des Typs, was ich M870 MCS oder eine Salve aus der SASG-12 reichen meist aus, um den Gegner niederzustrecken. Bei den SMGs empfiehlt sich derzeit immer noch der Einsatz der MP7 durch die sehr hohe Kadenz, die PP19 durch das große Magazin oder der MP5, also dem Allrounder. Bei den Pistolen führt eigentlich kein Weg an der mit Update 1.3 eingeführten X45 vorbei, die vor allem natürlich in der ersten Welle-Ausführung extrem viel mehr Schaden anrichtet als alle anderen Modelle, auch durch die höhere Magazinkapazität natürlich. Fast schon wichtiger als die Wahl der Waffe selbst, meine Freunde, sind die darauf verfügbaren Waffentalente. Auch hier gilt, es ist immer eine subjektive Entscheidung. Es gibt kein richtig oder falsch, weshalb wir nur Empfehlungen aussprechen können für euch und so halt im Endeffekt etwas helfen wollen.
Als Talente würden wir einmal auf den Waffen natürlich empfehlen, empfänglich. Eine Entfernung von unter 10 Metern zum Ziel erhöht halt den Schaden um x Prozent. Dann noch tödlich, der kritische Trefferschaden erhöht sich um x Prozent. Kompetent, der Waffenschaden sich um x Prozent für y Sekunden, nachdem ein Skill eingesetzt wurde. Dann haben wir im Endeffekt auch noch Flink. Das Nachladen geht um x Prozent schneller. Bei Verwendung des Firecrest Sets ist es nicht unbedingt sinnvoll. Aber ansonsten ist Flink echt super, weil gerade in der Dark Zone, und ihr wisst es, im Feuergefecht, hat meistens derjenige, der schneller wieder schießen kann, die Oberhand. Präpariert, also kritische Treffer stellen x Prozent des zugefügten Schadens als Leben wieder her. Auch sehr gut, gerade wenn man diese One-on-One-Standoffs hat, dass man sich dem Gegner direkt gegenüberstellt und niederballert, während man halt selbst immer wieder durch die kritischen Treffer etwas an Lebenspunkten dazu bekommt und der andere immer weiter runter geht, haben wir meistens den Vorteil, dass wir noch mit mehr Lebenspunkten dastehen als er. Dann natürlich noch brutal, erhöht halt den Kopfschussschaden um x Prozent. Da muss ich jetzt zu sagen, das muss jeder auch wieder für sich selbst entscheiden. Ich selber lege auf brutal jetzt nicht allzu viel Wert drauf, weil doch in der Dark Zone, gerade in PvP, meistens nicht wirklich die Zeit bei diesen kriseligen und doch oft schon heiklen Situationen es erlauben, gezielt auf den Kopf zu schießen. Falls das natürlich doch der Fall sein sollte, bietet es sich immer an. Oder wenn ihr es drauf habt und dafür etwas anderes runterrollen würdet, weil es einfach schlechter ist, würde ich dann doch brutal natürlich drauf lassen. Dann kommen wir zum letzten, und zwar zu erbittert. Erhöht die kritische Trefferchance halt um x Prozent. Und das, meine Freunde, wäre nur sinnvoll, wenn man halt auch bei dem Einsatz des Impuls nicht ohnehin schon die maximalen 60% kritischen Trefferchance erreicht. Ergänzend zu den Talenten sollten auch sinnvolle Waffenmods genutzt werden. Spezielle Empfehlungen für die einzelnen Modifikationen möchte ich oder wir jetzt an dieser Stelle nicht aussprechen, da ihr deren Wirkung ja mittlerweile kennt und ihr wisst im Endeffekt, was Präzision bringt, Stabilität etc. pp. Zum Magazin jedoch möchte ich euch sagen, dass man vom Einsatz einer Magazinerweiterung samt Schussgeschwindigkeit oder Waffenschaden halt am meisten profitiert. Kommen wir einmal zu den Skills und Talenten. Bei den Skills fällt die Entscheidung für den Einsatz im PvP relativ leicht. An Erste Hilfe, also Modifikation Überdosis, für ständige Heilung untereinander. Impulsgeber wäre halt der taktische Scanner für eine Maximierung der kritischen Trefferchance und halt des kritischen Trefferschadens. Sowie natürlich dem Überlebenslink führt alles schon fast kein Weg vorbei. Zumindest, wenn man alleine unterwegs ist. Solo-Agenten als auch Gruppen legen wir zudem natürlich aber auch noch die einzelnen Talente. Adrenalin, halt Erste-Hilfe-Sets verfügen über Überheilung. Rettungsmedizin, das Nutzen eines Erste-Hilfe-Sets erhöht die Schadensresistenz für 10% um 40 Sekunden. In Bewegung, töte einen Feind, während du in Bewegung bist, um den eintreffenden Schaden für 10 Sekunden um 30% zu verringern. Auch noch Präzision, töte einen Gegner mit einem Kopfschuss, um einen 10-sekündigen Impulseffekt auf den Gegner zu wirken. Oder, meine Freunde, könnt ihr natürlich auch nehmen, eine ist keine, dass ihr halt bei Kopfschüssen eine 50% Chance habt, diese Kugel nicht zu verbrauchen und diese natürlich auch im Magazin bleibt. Für Gruppen mit zuvor beschriebenen Zusammensetzungen aus Tactician, Hybrid und zwei Damage-Dealern eignen sich unter anderem die folgenden Skill-Kombinationen. Also der Tactician selbst nochmal mit dem Impuls plus Befestigung und plus dem Überlebenslink. Bei dem Hybriden würden wir empfehlen Erste-Hilfe-Überdosis plus den Impuls und plus Überlebenslink oder halt den Taktiklink. Und bei den Damage-Dealern würde ich das aufteilen, ein Damage-Dealer im Endeffekt mit Erste-Hilfe-Überdosis, Haftgranate, also den Blendeffekt, Geschütz, im Endeffekt den Turret, das ihr ja kennt, und den Hilfsposten Immunizer plus natürlich auch wieder dem Überlebenslink. Ja, meine Freunde, im ersten Moment scheint jetzt natürlich der Einsatz der Befestigung durch den Tactician nicht so sinnvoll. Gerade da man halt in PvP-Gefechten, anders als eigentlich halt vom Spiel gewollt, meist wild umherläuft. Doch es reicht halt wirklich schon aus, sich nur kurz an die Wand anzulehnen, meine Freunde, um den Bonus für 5 Sekunden zu aktivieren, also dieses Pop-In und Pop-Out. Falls ihr es bisher noch nicht wusstet und ihr meistens richtig aufs Maul kassiert habt, wenn das halt passiert ist, dann wisst ihr jetzt warum. Und ihr seht daran selbst, dass das auch durchaus Wirkung zeigt. Ich bin kein Freund davon, aber durchaus in größeren Gruppen und natürlich auch gegen starke Gruppen kann es doch meist schon wirklich auch dieses kleine i-Tüpfelchen ausmachen. Kommen wir jetzt einmal zum Wichtigsten, und zwar zu den Kämpfen selbst. Habt ihr jetzt im Endeffekt eure Waffen, Talente und Skills etc. gewählt und auf euch abgestimmt, dann geht es natürlich in die Dark Zone. Bevor ihr jetzt natürlich aber in die Menschenmassen reinrennt, gilt es natürlich erstmal, den Gegner etwas zu beobachten und zu analysieren. Denn stellt euch die Frage, mit wie vielen Gegnern wird man konfrontiert? Welcher Spieler ist am weitesten von der Gruppe weg oder wer ist das schwächste Teammitglied? Gerade diesen
gilt es, sich zu nähern und durch gezielte Schüsse auf den Kopf als erstes auszuschalten, um das gegnerische Team dann natürlich zu dezimieren und direkt zu Beginn des Kampfes zu schwächen. Während des gesamten Gefechts, liebe Freunde, kommt es darauf an, in Bewegung zu bleiben. Ja? Nutzt Hindernisse zur Deckung, vor allem beim Nachladen der Waffe. Lauf- oder Fluchtwege der Gegner könnt ihr durch geschickten Einsatz von Granaten blockieren. So können halt feindliche Agenten in die Richtung getrieben werden, die uns gelegen kommt. Schaden machen ist zwar essentiell, das gebe ich zu, das Gefecht zu bestimmen jedoch nicht weniger wichtig. Die individuelle Fertigkeit, oftmals Ulti genannt, solltet ihr euch auf jeden Fall aufsparen und nicht direkt zu Beginn verbrauchen. Nicht zu vergessen ist der Einsatz von Brand- und Explosivmunition, liebe Freunde. Viele von uns, ich merke das ja selber immer, vergessen in der Eile oder in der Hektik, die eigentlich nicht entstehen darf, Granaten oder diese Brandmunition etc. zu nutzen, einfach weil man natürlich zu aufgeregt ist. Calm down, einfach runterkommen, sich besinnen, wie kriege ich den Gegner am besten down, natürlich alles nutzen, was man hat, spielt da auf Sicherheit. In der Hektik des Gefechts vergisst man des Weiteren halt auch gern die Vorteile, die die gewählten Talente mit sich bringen. Ist beispielsweise in Bewegung ausgerüstet, hilft es euch doch zwischendurch einen NPC zu töten, um so halt den eingehenden Schaden für 10 Sekunden um 30% zu verringern. Genauso lassen sich auch nach eingesetzter Heilung 10 Sekunden der Schadensminderung nutzen, um halt natürlich die Gegner, die ihr vor euch habt, noch effektiver unter Beschuss zu nehmen. Denn diese 10 Sekunden sind essentiell wichtig für euch. Ihr könnt dann richtig Damage an den Mann bringen, um natürlich auch den Gegner erstmal zu beschäftigen und euch in Sicherheit zu wiegen, dass ihr erstmal weniger kassiert. Lasst ihr euch das entgehen, kann das oft dazu entscheiden, dass der Gegner sich schon viel zu sehr erholt und euch im Endeffekt dann den finalen Schlag versetzt. Deswegen niemals vergessen, besinnt euch im Endeffekt auch auf eure Talente und seid euch bewusst, was all diese Talente für Effekte und Vorteile für euch bringen. Ja, liebe Freunde, dazu kommt noch, dass Heilung stets auf dem Boden und in der Nähe einer Deckungsmöglichkeit platziert werden sollte. So lässt es sich ja hervorragend um das Objekt tänzeln, während man selbst und das eigene Team mehrmals von ein und derselben Heilung Gebrauch machen kann. Wurde jetzt letztendlich ein feindlicher Spieler ausgeschaltet, gilt es wie immer, und das wisst ihr, ihr wisst es, diesen umgehend zu Boden zu schlagen. Auch wenn er so nach wenigen Sekunden am nächsten Safehouse oder in der nächsten Straßensperre zu neuem Leben erweckt wird, ist die Gefahr viel zu groß, dass er am Boden kriechend von einem seiner Teammitglieder geheilt wird. Safehouses und Straßensperren gilt es natürlich selbstredend zu meiden. Aber wie gesagt, liebe Freunde, kriecht er noch, rennt dahin und haut den weg. Ja, meistens sind die gar nicht so gewitzt und kriegen mit, dass ihr zu dem hinrennt. Lieber das riskieren, ordentlich auf die Fresse zu kriegen und den down zu hauen, als den wieder aufstehen zu lassen und ihr am Ende wieder gegen 4 Gegner kämpfen müsst. Wichtig ist auch noch, nach dem erfolgreichen Ausschalten des Gegners die Position zu wechseln. Bleibt auf keinen Fall an Ort und Stelle des letzten Kampfes stehen. Beim Wechseln der Position solltet ihr auf jeden Fall die Rucksäcke für Medkits oder halt diese Taschen für Feuer und Brand und etc. Munition mitnehmen, um natürlich euch im Endeffekt auch wieder aufzufüllen. Aber meistens vergisst man es und dadurch haut ihr euch selbst ein Handicap rein. Also, wenn ihr im Endeffekt jemanden down gemacht habt und ihr rennt durch die Gegend, diese Zeit wird sein, einfach mal kurz links anzuhalten und mal eben schnell an so ein Munitionspaket zu gehen oder Erste-Hilfe-Set-Rucksack. Ja? Also einfach mitnehmen, um euch die Chancen beim nächsten Fight, der wahrscheinlich kommen wird, weil Rache ist süß, heißt es ja so, die Leute kommen meistens wieder und wollen euch nochmal an den Kragen, dass ihr dafür sorgt, dass ihr trotzdem weiter gut vorbereitet seid. Kommen wir wieder zu einem essentiell wichtigen Punkt, und zwar der Absprache. Noch vor dem Beginn des Ausflugs in die Dark Zone, liebe Freunde, sollte der Gruppenleiter bestimmt werden. Ja, also im Team einen Gruppenleiter festlegen. Im Regelfall übernimmt diesen Job der erfahrenste PvP-Spieler des Teams selbstredend. Fortan liegt es natürlich an ihm, die Position zu bestimmen, dabei das Team zusammenzuhalten und den Einsatz von Skills, also Impulse, Heilungen, Ultis etc. anzusagen und auf diese Weise für den effizientesten Einsatz zu sorgen. Natürlich, liebe Freunde, müsst ihr euch da ein bisschen einspielen und rausgucken, wer dazu im Endeffekt den kühlsten Kopf bewahrt und natürlich sich auch sonst im PvP selbst ganz gut auskennt und dort halt sicher euch dort auch sicher durchzuleiten. Das selbst erübrigt sich irgendwann so ein bisschen, wenn man eingespielt ist. Am Anfang ist es gut, wenn einer wirklich die Oberhand hat und euch sagt, was ihr im Endeffekt machen sollt. Irgendwann wird das selbstredend. Ihr versteht euch ohne Worte. Ihr kennt das selber. Ein eingespieltes Team weiß, was es zu tun hat und wie es zu agieren hat, weil ihr die anderen kennt. Und von daher erübrigt sich das dann schon. Aber bis dahin, bis ihr zu diesem Punkt gekommen seid, solltet ihr wirklich nicht auf den Teamleader, wenn ihr so möchtet, verzichten.
Angeschlagene oder auf dem Boden befindliche Teammitglieder sollten ihren Status natürlich immer ansagen, sodass schnellstmöglich Hilfe geleistet werden kann und so natürlich auch im Endeffekt ihr nicht dafür selbst sorgt, durch Unterlassen eines Hilferufs dafür zu sorgen, dass eure Gruppe dezimiert wird. Das Ansagen wie Gegner rechts bringt da nicht wirklich viel, wenn man sich mitunter minutenlang im Kreis dreht und ständig die Position wechselt. Ist es wirklich sinnvoller, die ins Spiel integrierte Markierungsfunktion, also Standard-Taste Y, zu verwenden? Alternativ kann natürlich auch der Name des primären Ziels angesagt werden, um so natürlich den Fokus auf einen einzelnen Gegner zu legen. Denn dieser ist entscheidend, liebe Freunde, da diese nur unter konzentriertem Feuer schnell ausgeschaltet werden können. Weiterhin sollte natürlich der Anführer des Trupps den Austragungsort bestimmen, Herr der Lage bleiben, notfalls das Geschehen verlagern und den Gegner durch den Einsatz von Granaten oder Geschützen lenken. Sollte es dazu kommen, liebe Freunde, dass sich die feindliche Gruppe am Seil der Abholung zu schaffen macht oder man selbst ein Seil durchschneiden möchte, sollte direkt zu Beginn der Aktion die individuelle Fertigkeit, also halt der Überlebenslink oder auch Ulti, wie auch immer ihr es nennen wollt, eingesetzt werden. Dazu noch Heilung auf die Teammitglieder werfen, um natürlich im Endeffekt dort für eine Überheilung zu sorgen und so natürlich es den Gegnern wesentlich schwerer zu machen, euch runterzuschießen. Genauso könnt ihr das aber auch machen, indem ihr die Gegner mit Haftgranaten unter Beschuss nimmt und natürlich auch durch ganz normales Feuer aus den Waffen, um diese dann damit zu irritieren und abzulenken. Jetzt kommen wir nochmal zu ein paar weiteren Tipps. Wie ihr wisst, gibt es nur zwei Möglichkeiten im PvP. Entweder wird man gejagt oder man wird zum Jäger. Für beide Fälle haben wir ein paar letzte hilfreiche Tipps für euch parat. Kommen wir einmal zum Jäger selbst. Als Jäger selbst sollten wir versuchen, bekannte Routen abzuschneiden. Wir wissen mittlerweile ja irgendwann schon, wo rennt man am liebsten lang, wo rennen die Leute am liebsten im Kreis oder was sind so die beliebtesten Fluchtwege und wie können wir diese abschneiden. Dann ist noch ganz wichtig, liebe Freunde, die Schädelgröße auf dem Radar, auf dem Mini-Radar, zeigt die Rook-Stufe an, nicht die Entfernung, für die es noch nicht wissen. Nächster Punkt ist, rennt nicht in von Rooks gewählte Position. Das heißt, lasst euch nicht in eine Falle locken, wo im Endeffekt die Rook-Agents bestimmen, wo im Endeffekt gefightet wird, weil die haben schon einen Grund, warum sie diesen Punkt ausgewählt haben und meistens sind die dann im Vorteil. Bei der Verfolgung flüchtiger Rooks, diese immer wieder anschießen, um ein Auslaufen des Timers zu unterbinden, aber das dürfte jeder mittlerweile wissen. Kommen wir mal zu der Rolle des Gejagten, also wir sind Rook. Als Rook, liebe Freunde, möglichst den Menschenjagd-Status, also Manhunt-Status erreichen, damit natürlich der Timer bei weiteren Kills nicht mehr ansteigt. Und glaubt mir, meine Freunde, Kills kommen meistens noch auf euch zu. Selbst wenn ihr einem einzelnen Spieler über den Weg lauft, ausschalten, bevor er euch im Endeffekt in einer misslichen Lage wieder Probleme machen kann. Der nächste Punkt wäre einmal, dass wir bei einem ungünstigen Austragungsort natürlich auch einfach mal die Flucht antreten. Ihr müsst natürlich auch mal laufen. Nicht immer auf Biegen und Brechen, auf Gedeih und Verderb kämpfen. Ab und zu ist es wirklich schlauer, einfach mal die Flucht anzutreten. Auf der Flucht, liebe Freunde, durch NPC-Gruppen laufen, damit diese die Verfolger zusätzlich beschäftigen. Weil meistens sind die, die als erstes durchlaufen, die am wenigsten Probleme damit haben. Weil die Meute ist aufgeschreckt. Und da müssen jetzt alle Verfolger noch durch und kriegen erstmal super Beschuss. Die müssen sich Heilung und Medkits schmeißen, was euch im Endeffekt bei einer Konfrontation wieder einen Vorteil bietet, dadurch, dass die im Endeffekt ihre Skills ja nutzen mussten oder halt Materialien verbrauchen mussten. Bei Gelegenheit natürlich NPCs töten, um Fertigkeiten schneller zu regenerieren. Aber wem erzähle ich das? Ihr dürftet das ja mittlerweile auch wissen. Dann ist auch noch ganz wichtig, ihr kennt den Impuls mit Verborgenheit. Den einsetzen, um natürlich kurzzeitig vom Radar zu verschwinden und die Leute lieber nochmal ein paar Sekunden auf der großen Map nachgucken zu lassen, wo ihr im Endeffekt seid. Das bringt euch meistens wirklich wertvolle Sekunden, bis zum Ende sogar Minuten. Ja, meine Freunde, wie eingangs erwähnt, entstand dieser Guide halt in enger Zusammenarbeit mit meinem Clan Justice in Blue und MyDivision.net. Und daher möchte ich euch natürlich auch noch auf die Seite von MyDivision.net im Endeffekt aufmerksam machen. Dort ist im Endeffekt dieser Guide auch nochmal schriftlich festgehalten, wo ihr alles auch nochmal in Ruhe nachlesen könnt, um das alles auch nochmal zu verinnerlichen und nach vielleicht nochmal nachzuschauen. Ja, meine Freunde, ein paar abschließende Worte. Mit ein wenig Vorbereitung, klug gewählten Skills und aufeinander abgestimmte Ausrüstung lässt sich wirklich viel erreichen. Erfolg im PvP-Bereich zu feiern ist keinesfalls ein Hexenwerk. Also das kriegt man wirklich hin. Ganz wichtig, liebe Freunde, ist Ruhe zu bewahren.
Hektik im Gefecht vermeiden. Das schadet euch wirklich einfach nur mehr, als dass es nutzt. Dass es nicht beim ersten Versuch perfekt laufen wird, ist klar. Aber das sollte niemanden davon abhalten, es weiter zu versuchen. Gerade üben übt. Ja, also wie so oft im Leben sprechen wir auch hier von einer Übungssache. Und von daher, geht rein in die Dark Zone, probiert es aus, perfektioniert euch da selbst und scheiß drauf, ihr könnt nichts verlieren. Es ist im Endeffekt nur ein Spiel und glaubt mir, wenn ihr auch nur ein bisschen von der Hektik und von der Angst abgelegt habt, dass ihr etwas verlieren könntet, ihr habt automatisch mehr Spaß in der Dark Zone. Ja, meine Freunde, an dieser Stelle wären wir eigentlich erstmal durch mit dem PvP-Guide. Ich hoffe, dass er euch hilft und dass euch natürlich auch das Video sowie die Schriftform auf der Seite geholfen haben. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Falls ihr weitere Videos zum The Division sehen wollt, abonniert doch einfach meinen Kanal. Ich würde mich sehr freuen, euch hier auch öfter begrüßen zu dürfen. Gerade bei den Rogue Moments seht ihr im Endeffekt auch mal, wie schön das im Endeffekt in der Dark Zone laufen kann. Und vor allen Dingen natürlich auch, wie sich alles so in der Praxis anwenden lässt, was wir hier überhaupt so beschrieben haben. Ja, und ansonsten, meine Freunde, konstruktive Kritik, wie immer in die Kommentare. Und ansonsten, meine Freunde, wünsche ich euch wie immer was, euer Gunshot. Are you listening? Damn.